Hallo, liebe Witterfrau, wir wollen mal auf deine Liebe schauen, was da jetzt wichtig ist. Für die Witterfrau in der Liebe. Zeit ist fließend, das sind Kollektivleben und das kann nicht auf jeden zutreffen. Über ein Like und Abo würde ich mich freuen. Huch, und das soll dann auch reichen. Ich muss einmal nach unten. Was haben wir denn da bekommen? Ja, da haben wir hier Verletzungen, die sich wiederholen, was Toxisches mit dem Skorpion. Ja, die 10 ist ein Abschluss, ein erfolgreicher Abschluss. Mit dem Rat des Schicksals kommt was von außen auf dich zu. Es war auch deine Entscheidung scheinbar. Was haben wir dann da noch? Schütze. Nach den Schützen haben wir hier. Bis Dezember sollte das irgendwie, ja, hier in trockenen Tüchern sein. Also Dezember, Januar. Zeiten des Lebens, das ist ja auch so wie das Rad des Schicksals. Äußere Umstände. Aber du kommst voran. Du bist beweglich. Und du denkst positiv. Dann gucken wir mal für die Witterfrau in der Liebe. Was dürfen wir denn da wissen? Worum geht's da? Eine Entscheidung. Okay. Eine Entscheidung. Eine Entscheidung, was einen Mann betrifft. Ein langer Weg. Ein langer Weg. Und hier wieder die Rechtsprechung. Also man hat sich so sein Urteil gebildet über einen längeren Zeitraum, was einen Mann angeht. Und da ist eine Entscheidung getroffen worden. Der gute reiche Herr, ja. Erwartung. Angenehmer Brief. Jetzt haben wir den guten reichen Herrn. Vielleicht bist du mit dem auch verheiratet. Da habt ihr das gemeinsame Haus, wo man Erwartungen hat. Vielleicht erwartet dieser Mann auch sehr viel über, also von dir zu Hause. Und im Kartendeck hatten wir die angenehmen Nachrichten, also der gute Ton im Haus, Respekt, Achtung. Worum geht es da noch? Ja, Nachrichten. Sind das denn? Ja, und das Geld. Trübe Gedanken. Ja, da haben wir die äußeren Umstände, ne? Da haben wir die äußeren Umstände. Von außen kommen unverhofft, also unangenehme Nachrichten ins Haus. Da macht man sich trübe Gedanken. Man verzweifelt nahezu. Man verzweifelt nahezu. Da haben wir noch eine männliche Hauptperson, dein Gegenüber. Der ist da nicht ganz glücklich mit dem, was da von außen ins Haus schneit. Ja, was sind das denn für schlechte News, die da von außen kommen? Weil wir haben ja hier mehrere Personen. Könnte eine Familie sein. Es kann um einen Menschen gehen, der verheiratet ist. Ne? Hier haben wir noch einen Onkel oder irgendwie sowas. Mal gucken. Und das ist dein Gegenüber.
der verzweifelt. Da kommen irgendwie Nachrichten von außen ins Haus. Es kann sein, dass sich das vielleicht um die Ehe des Bruders handelt. Das geht nicht um deine eigene Ehe. So, das ist irgendwie eine andere Ehe. Vielleicht von dem Bruder, von dem Cousin, von der Familie irgendwie. Da ist eine Entscheidung getroffen worden. Da muss man auch irgendwie Partei ergreifen für irgendjemanden. Ja, man macht sich da Gedanken drum. Dein Gegenüber macht sich da Gedanken drum, wie man das kitten kann. Die Ehe von dem Bruder oder von, ja, das, was von außen kommt, da. Das ist viel Mühe und Arbeit. Drama. Dich habe ich da noch gar nicht gesehen, liebe Witterfrau. Du hältst dich da scheinbar irgendwie raus aus der Nummer. Dann wollen wir doch mal gucken. Ja. Was haben wir denn da? Da reist jemand an von weiter her. Das will man auch unbedingt. Das sind die äußeren Umstände, die auf dich zukommen. Da kommt jemand angereist zu dir nach Hause, liebe Witterfrau. Na? Das geht aber nicht so gut voran. Also da möchte jemand kommen, aber ja. Du hast dich damit auch schon irgendwie länger nicht mehr beschäftigt. Es war wohl schon mal ein Thema. Da hatten wir ja auch hier mit der 8 die Wiederholung. Das Toxische. Ne? Also die Ehe von außerhalb. Kommen wohl immer wieder Probleme ins Haus. Man hat auch gar keine Lust mehr zu irgendwie. Es kriselt da in dieser Ehe. Man sagt, ja, komm vorbei. Und derjenige sagt dann, ja, ich habe die Schnauze voll und ich komme vorbei. Dann regelt und kittet sich das, dann kommt man doch nicht vorbei. Aber das ist so ein Kreislauf, das passiert irgendwie immer und immer wieder. Ja, und wie geht das denn da jetzt weiter? Schauen wir mal. Dich, liebe Witterfrau, habe ich hier noch gar nicht gesehen. Also du hältst dich, das ist irgendwie viele Männer. Ja. Okay, was machen wir denn da jetzt? Ja, das ist ein Hin und Her, da sind die Masken. Innerliches Misstrauen, na, das ist auch immer nicht so außen, was von außen da kommt. Das ist auch nicht so ehrlich gemeint. Na, man versucht da schlau vorzugehen irgendwie. Was haben wir denn da noch? Worum geht's denn da noch? Da haben wir dich ja endlich, liebe Witterfrau. Da haben wir dich ja, liebe Witterfrau. Da haben wir deine Familie, den Harmonie und den Frieden. Das hat sich irgendwie verändert. Durch diese Geschichte, die da von außen kommt. Ne? Da hält man sich zurück. Du hältst dich da raus aus der Geschichte irgendwie. Du möchtest das, ja, du willst da nichts mit zu tun haben. Nachrichten, Risiko, lange Zeit, eine Verbindung. Das geht definitiv um eine Ehe, die von außen. Das kommt von außen in deine Familie. Es geht um eine alte Beziehung. Etwas, was sich auch immer wiederholt, lange Zeit schon. Du hast wahrscheinlich gesagt, so, das lasse ich nicht mehr an meine Familie ran. Und ja, Rückzug.
Lass mich damit in Ruhe. Ich will da auch nicht drüber sprechen. Das ist irgendwie wie ein Pulverfass. Das ist riskant, darüber zu sprechen. Na? Da sind die Belastungen. Das belastet deine Ehe. Dieser ganze Scheiß, der da von außen kommt. Da. Seelische Verletzung. Seelische Verletzung. Seelische Verletzung. Was ist mit diesem Mann? Diese Ehe da oben, wo das immer Probleme gab, da haben wir den Mann dazu. Der hat wohl seit neuestem ja eine neue Frau zu dir nach Hause gebracht. Hatte aber vorher jemand anderen. Und das gab ein riesen Theater. Das ist also von außen, das ist Verwandtschaft, das kam in deine Familie. Da gab es viele Streitigkeiten und Diskussionen. Das ist aber, ja, seit kurzem hat dieser Mann eine neue Frau da oben aus dieser Ehe. Und das kommt irgendwie in deine Familie. Da. Das war vorher heimlich und das ist plötzlich rausgekommen. Da gab es seelische Verletzungen, verletzende Gespräche. Und da ist was zusammengekracht. Das hat deine ganze Familie belastet. Dadurch, dass dieser Mann von der Ehe da oben nicht treu sein konnte. Irgendwie Verwandtschaft ist das. Was können wir dann da noch mitgeben? Und schauen. Ja. Dieser Mann, da, der dieses kurze neue Glück da angefangen hat mit der anderen Frau, der ist irgendwie auf der Suche gewesen. Internet. Der hat diese neue Frau im Internet wahrscheinlich kennengelernt. Ja, da gab es Streitigkeiten durch diese Geschichte. Massive Streitigkeiten sind da in dein Haus gekommen, liebe Witterfrau. Und dein Gegenüber, dein Mann, der hat da versucht, eine Lösung zu finden. Ne? Dieser andere Mann, der aus dieser Ehe hier oben ausgebrochen ist, die Ehe von außerhalb, der will vielleicht jetzt zu euch ziehen. Vielleicht auch mit seiner neuen Frau. Das kann natürlich sein. Und du willst das nicht. Du willst das alles nicht mehr an dich ranlassen. Du hast gesagt, ist Schluss mit der Beziehung da oben und auch hier mit dieser neuen Geschichte. Ich will damit nichts zu tun haben. Da, das belastet meine Beziehung, meine Ehe. Lass mich mit dem ganzen Scheiß in Ruhe. Ja, da sind die Unruhen, das Gerede. So. Viele Unruhen, viele Diskussionen und das willst du nicht. Witterfrau, da hast du keine Lust mehr zu. Und wie gesagt, du hast die Entscheidung getroffen. So, es ist Schluss mit dem ganzen Zirkus. Dieser toxischen Beziehung da oben, die nicht funktioniert hat, mit diesen, ja, dieser andere Mann da immer auf der Suche im Internet, immer diese ganzen Affären. Das kommt immer alles in meine Familie. Gibt immer nur Streit und Ärger. Und du hast gesagt, ja, Feierabend. Ich
ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Bring das nicht in meine Familie und lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Dein Gegenpart, dein Mann, der versucht das zu regeln. Ja, wie gesagt, da sind zwei, drei Personen involviert, aber das ist irgendwie alles so Männer, die das ausdiskutieren. Ja. Was haben wir denn da? Was kommt denn da noch? Da ist wieder der Turmsturz, genau. Ne? Da hat man irgendwie auch was draus gelernt. Also man weiß viel im Geheimen. Man weiß viel im Geheimen. So, was haben wir denn hier? Ja. Da haben wir das Paar. Du und dein Mann. Na, das wachsendes Misstrauen, falsche Freundlichkeit. Na, da sind die Geheimnisse, da ist Klarheit reingekommen, dass dieser Mann aus der Ehe da oben, na, Blödsinn gemacht hat, da heimliche Dates hatte. Und du und dein Mann, ihr habt gesagt, ist Schluss damit. Na, das hört auf. Lernst du denn gar nichts aus deinem Leben so? Ne? So, wie geht das denn aus, diese Geschichte? Weil das belastet deine Ehe total. Das hat massiven Ärger gegeben. Da. Massive Streitigkeiten, starke Worte. Verhärtete Fronten, da starke Belastung, viele Leute. Na? Und das ging auch eine ganze Weile so.